Ives, an alter Wirkungsstätte hast du dir sicherlich viel vorgenommen, aber das Spiel lief sowieso heute vollkommen in eure Richtung. Woran lag es? Ja, ich glaube, wir waren sehr gut vorbereitet für dieses Spiel. Unser Trainer Christian hat viel gearbeitet mit uns. Und natürlich das Wichtigste ist Teamleit, wie wir austreten auf dem Feld. Wir hatten heute keine Angst. Und einfach haben wir unser Spiel gespielt. Ihr wart gut in den Abschlüssen. Hannover-Burgdorf kam gar nicht richtig ins Spiel. Woran lag es? Ja, wie gesagt, wir haben Hausaufgaben gemacht. Das haben wir gesehen. Es war ein kampfbetontes Spiel. Das gehört dazu, sagst du. Das gehört dazu. Eine kleine Blessur unter dem Auge. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Und wie gesagt, das gehört dazu. Handball ist ein Männersport. Ja? Hannover-Burgdorf war eigentlich gewarnt. Es ist der stärkste Aufsteiger. Man hört es aus jeder Falle. Großen Respekt in der ganzen Liga. Er hat es aber trotzdem erwartet, dass Hannover-Burgdorf heute keine Mittel findet, um irgendwann irgendwie ranzukommen. Ja, ehrlich gesagt, so habe ich nicht erwartet. Das Spiel läuft so. Mit auswärts vorne mit 7 Tore, das ist schon eine Leistung.